Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Ich bin hier im Beutebuch, denn ich soll ja hier etwas abgeben, was ich in der letzten Folge gefunden habe. Wo ist es denn? Ist das hier drin? Nö. Finden wir noch? Hier oben? Nö. Glotz Vitricus. Genau, das war ja der Gockel, den wir da an den Strand eskortiert hatten. Offensichtlich ist es der nicht hier oben. Vielleicht der hier drin? Ah, da wartet er. Welch Freude, euch zu sehen. Genau. Ach, ihr habt so heldenhaft OOX09HL gerettet. Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich für eure Hilfe bin. In meine Serie von Nightrobotern muss noch viel Entwicklungsaufwand gesteckt werden, aber eure Bergung des Roboters hat mir zahllose Stunden zusätzlicher Schraubarbeit gespart. Ganz zu schweigen von dem vielen Gold, das ich spare, weil ich ihn nicht neu bauen muss. Bitte sucht euch einen von diesen Gegenständen hier aus. Vielen Dank für eure Hilfe. Pipapo, yep. War mir eine Ehre. Das bringt mir alles nichts. Richtig. Das ist schade. Aber ordentlich Erfahrung gab das. Über 7000. Das gefällt mir so. Dann teleportieren wir uns mal zurück. In der Hoffnung, dass es jetzt nicht mehr regnet im Hinterland. Hab da aber noch so meine Zweifel. Ich sehe da draußen Tropfen. Es regnet noch immer. Na gut. So, die Schuhe verkaufen wir direkt. Dann ziehen wir mal wieder los. Einmal auf den Gockel gestiegen. Ja, was machen wir heute? Ich reise hier mal querbeet ein zu diesen Nachtelfen da hinten. Und eigentlich muss ich hier noch mindestens ein Camp besuchen. Ich brauche noch zwei Sternendeuter. Gibt immer zwei pro Camp. Drei Stück gibt es. Ja, eins davon muss ich besuchen und dann versuche ich mal so viele Eulenbestien wie möglich zu erwischen. Ist das hier der Aufgang? Nein. Hier wollte ich in der letzten Episode schon hoch. Aber hier hinten geht es ja erst hoch, genau. Hier wartet ein Trollschamane. Man wartet wahrscheinlich auf besseres Wetter, ich weiß es nicht. Da kann er noch ein Weilchen warten. So, da sind wir am Camp und da drin sind auch besagte Sternendeuter. Sehr gut. Schieße ich mir mal den Weg frei. Ich hatte übrigens mal gegoogelt, ob man irgendwie das Wetter beeinflussen oder zumindest vorausrechnen kann. Das geht beides nicht. Also ich bin auf einen recht alten Eintrag gestoßen von den WoW-Entwicklern, die da sagten, das ist komplett zufällig generiert, ob es jetzt regnet oder nicht. Und selbst wenn es zu Regen kommt, laut Zufallsalgorithmus, ist da noch ein zweiter Zufallswert drin, der dann besagt, ob es nun wirklich in dem Gebiet regnet oder auch nicht. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, das irgendwie vorauszuberechnen. Wäre schön gewesen. Denn dann wüsste ich, wann ich nicht spiele. Nämlich dann, wenn es regnet. Ich mag das überhaupt nicht. Aber nun ja, so ist das nun mal. So, damit habe ich auch die Sternendeuter fertig. Und schau mal, hier ist schon wieder die Werkzeugkiste. Also der Eimer mit dem Werkzeug. Anscheinend hat der Aschenbaum schon wieder sein Werkzeug verloren. Hat er diesmal Pech. Ich lasse das dort so. Ich gehe jetzt mal wieder zurück in Richtung Weg. Oder Straße oder Trampelpfad, was auch immer das war. Denn da soll es diese Eulenbestien geben. Tja, oder auch nicht. Dann hole ich mir wenigstens das Mithril. Was hier irgendwo ist, da ist es. Ich bin außer Reichweite.
Ein bisschen weit weg, aber irgendwie scheint es doch zu klappen. Gut. Tja, hier war irgendwo noch ein Wolf. Ich habe ihn zumindest gehört. Da ist er. Tja, mein Gefühl wird immer stärker, dass diese Eulen doch nur nachts erscheinen. Irgendwie ist hier gar nichts. Oh, da ist eine. Da ist eine. Meins. Vier von 20. Das geht richtig schnell. Ich meine, das ist jetzt die dritte Episode, bei der ich diese Eulenbestien jage. Sprich, wir reden hier von so circa anderthalb Stunden. Und das ist die falsche. Oh. Ja, anderthalb Stunden für vier solche Tierchen. Das ist keine gute Ausbeute. Ja, hier gibt es einfach keine. Hier ist keine Eulenbestie. Ich reite mal weiter. Ich reite mal hier vor. Ich glaube, ich muss einfach mal versuchen, früh morgens mal eine Episode zu drehen. Also wenn dem wirklich so ist, dass die nur nachts erscheinen, dann sollte das Gebiet hier früh morgens nur so wimmeln von diesen Tierchen. Oder irgendwann mal zu später Stunde. Da ist, ja, ist auch die falsche. Auch die falsche. Geh weg, dich will ich nicht. So, wo bin ich denn hier? Gut. Ich muss ja auch da runter. Und ich muss da hoch. Ich gehe erstmal runter. Zu diesen Spinnentierchen. Das ist aber keine Spinne, das ist ein Troll. Das ist auch ein Troll. Oh, hier sind Spinnen. Genau. Ich brauche einen unbeschädigten Giftbeutel. Da habe ich ihn. Upsa. Wo ist? Wo kam denn der Kleine her? Gut, dann muss ich davor noch irgendwas abgeben. Mache ich mal. Ach, da drüben ist der. Okay. Hoppen wir mal darüber. Ganz ruhig. Schönen guten Tag. Da freut sich. Kehrt zu Feldzug, Zerul in Steiner zurück. Hallo. Und dann gibt's hier noch. Er möchte den Kopf von Chamalan. Ja, nehme ich mal an. Hab zwar gesehen, dass es eine Elite-Quest ist. Ah, das ist nicht nur eine Elite-Quest, das ist sogar ein Dungeon. Na gut. Dann kann ich es auch wieder abbrechen. Auch das hier kann ich abbrechen. Und das hier sowieso. Dungeons will ich nicht. Gut, dann sind wir hier erstmal fertig, dann gehe ich mal nach Norden. Jetzt endlich zu diesen Nachtelfen. Eine heimtückische Eulenbestie. Tja, hier gibt es allerhand verschiedene Eulenbestien, aber nicht die, die ich brauche.
So, ihr da. 15 von diesen Kundschaftern brauche ich. Okay, das sind Fernkämpfer. Also die sieht man ohnehin schon sehr schlecht und jetzt durch den Regen, das macht es natürlich nicht besser. Und hier ist ein Speer, okay. Und da hinten auch. Und von denen brauche ich auch 15. Gut, das heißt, wir haben hier eine Weile zu tun. Ach ja, und ich muss ja noch diese Quest da abgeben. Ich glaube, das mache ich erstmal ganz schnell. Nicht, dass er mich dann auch wieder hier hinschickt. Das wäre blöd. Eisen. Geh mal weg hier. Upsala, oho, mein Herz. Bin gerade mächtig erschrocken von diesem Wolf. Okay. Gilveradin, Sonnenjäger. Ach, der wollte diesen Wein, ja. Gut. Liefert das Fass nach Urgrimmar. Viel Glück. Okay. Ja, mache ich irgendwann mal. Ich habe erstmal hier runter. Und die Schützen, davon brauche ich auch 15. Na gut. So, jenen noch. Und irgendwie brauche ich dann noch 15 Waldläufer. Ich glaube, hier ist noch einer. Ja, da versteckt sich. Ah, da ist das so ein Waldläufer. Kann ich hier durchschießen? Geht das? Ja. Ich kann das noch nicht wirken. Da ist noch ein Waldläufer. Okay, sehr schön. Dann trinke ich erstmal schnell was. Weiter geht es. Ein Schütze und da drüben ist noch ein Schütze. Und da hinten auch. Okay. Was haben wir da drin? Waldläufer. Genau, okay. Wunderbar.
Das ist angenehm, dass sie nicht von dieser großen Distanz aus schießen können, sondern erstmal ein bisschen zu mir hinlaufen müssen. Und so wie sie dann ankommen, sind sie in Reichweite meines Zauberstabs. Kann ich dich von hier abschießen? Na, ich lass das mal. Bei meinem Glück rennen die dann hier wieder raus und bringen alle möglichen Kumpanen mit. Muss er nicht sein. So, und ich habe auch eben gesehen, irgendein Horde-Spieler kämpft sich hier gerade durch. Da ist er, ein treuer Jäger. Der klaut mir meine Waldläufer. Schweinerei. Na, ist meiner. Verdammt. Das ist zu weit entfernt. Ach. So viel dazu, okay. Schießen wir ihn ab. Nach jenem hier muss ich wieder trinken und essen. Hab nicht mehr viel Mana und HP auch nicht. Okay. Ich kämpfe mich mal so langsam hier hinten dahinter durch, denn ich sehe, da ist Mithril, das will ich haben. So, jener noch. Gut, da hinten ist nichts mehr, oder? Doch, da war noch was. Da ist noch ein Waldläufer. Sehr schön. Dann schauen wir mal noch schnell in diese Hütte da. Aber erst schieße ich den ab, den Speer da. Also wollte er sich ertränken oder was? So zielgerichtet in das Wasser gerannt. Jetzt haben wir hier einen Schützen, okay. Da fiel er um. Das ist mal eine schöne Hütte. Ja.
schönes Büchlein für die Abendstunden. Das heißt, die sind auch recht belesen, die Guten. Na gut, bringt die nichts. Ich schieße euch dennoch ab. Also langsam geht mir dieser Jäger ein bisschen auf den Sack. Der nimmt mir meine ganzen Mobs weg. Also ja, klar, der hat das gleiche Ziel wie ich. Aha, da hat er ab. Und er hat auch mich markiert. Ich glaube, der wird sich gerade das gleiche über mich gedacht haben. Dieser olle dämliche Magier da hinten nimmt mir alles weg. Tja, und hier gibt es gar nichts mehr. Alle tot. Nach. Gut, dann machen wir das anders. Was habe ich denn hier noch für eines? Die Eulenbestien und eigentlich nur noch dieses Gebiet. Das ist nicht mehr viel. Dann machen wir es mal so. Ich teleportiere mich jetzt mal nach Okama. Ich muss ja da eine Quest abgeben. Ich meine, das bringt ja nichts, wenn wir hier zu zweit alles abschießen. Zumal das noch so richtig viele sind, die mir da fehlen. Ich habe noch nicht mal die Hälfte geschafft. So, dann schauen wir mal. Wo muss ich denn hin? Ich muss da hoch. Okay. Und hier ist wenigstens schönes Wetter. Das gefällt mir hier. Und ich sehe gerade, mit etwas Glück bekomme ich jetzt ein Level up. Und mit richtig viel Pech bekomme ich kein Level up, denn ich bin dann auf Stufe 52 und kann neue Talente lernen. Oder auch nicht. Was braucht ihr? Schauen wir mal. Ja. So, und hier, das schickt mich nach oben, Mann, da will ich nicht hin. Gut, dann reise ich jetzt mal schnell zum Magiertrainer und lerne neue Fähigkeiten. Schön, dass ich eben von ihm kam. Was ist denn das für eine Quest? Bringt Jess Riemann in Okama 8 weiße Ramasaurus-Klauen? Nee, das ist woanders. Ich glaube, das war im Unguru-Krater, wo es diese gibt. Das dauert noch eine ganze Weile, bis wir dort sind. Herr Magiertrainer, ich möchte lernen, Essen herbeizauen. Ah, sehr schön. Mana-Schild auch gut. Versengen, ja, nutze ich nicht. Blizzard nutze ich auch kaum. Frostzauberschutz auch nicht. Aber okay, dann muss ich hier noch ein Pünktchen reinsetzen. Mögen die Geister mit euch sein. Und das mal in die Leisten ziehen. So, da hätten wir das. Okay, nächstes Ziel ist Steinart. Genau, teleportiere ich mich mal dorthin. Gebe da direkt diese Quest da ab. Halt, der ist hier. Irgendwo da oben. Genau, welches Wissen habt ihr von dem verbannten Atalai im Hinterland erlernt? Ganz viel. Ich brauche 20 Fetische von Haka. Das ist ein Dungeon. Dungeon mache ich nicht. Oder? Schlecht. Ja, natürlich, das ist der versunkene Tempel. Das ist der Dungeon, der dort ist. Nee, da gehe ich nicht rein. So, nächstes Ziel ist wieder das Hinterland.
Dummerweise ist mein Ruhestein auf Cooldown. Da kann ich auch noch was abgeben. Kannibalistische Pattern. Dann teleportiere ich mich nach Unterstadt und fliege dann darüber. Und ich glaube, die paar Fähigkeiten, die ich da geupgradet habe, haben mich eben 14 Gold gekostet. Ich glaube, ich war eben noch bei 90, jetzt bin ich bei 76. Eieieiei. Komm schnell zur Sache. Tschüss. Ich bin ganz Ohr. Was haben wir denn hier noch? Nichts. Okay. Vertraut niemandem. Einmal fliegen, bitte. Was verlangt ihr aber wohl? Und es regnet noch immer. Aber ich werde mal unterwegs versuchen zu schauen, ob es hier neue Eulenbestien gibt. Mal sehen, ob ich die von hier oben anvisiert bekomme. Das Gebiet müsste ja jetzt gleich auftauchen. Ja, noch ein bisschen. Ja, ich sehe gar nichts außer diesen Schnodderschlamm. Oh, ich glaube, da war einer. Eine habe ich gesehen. Also vielleicht, das ging jetzt sehr, sehr schnell. Na gut. Na gut, na gut. Wo will er denn hin? Du weißt schon, dass wir hier falsch sind. Ich glaube, jetzt hat er es auch gemerkt. Okay. Gebe ich mal noch schnell diese Quest ab bei Mystikerin Yayochin. Das sind herrliche Namen immer von diesen Trollen. Da ist sie. Ich hab den guten Stoff, Mann. Gut gemacht, Magierin Zuljin selbst hätte es nicht besser machen können. Mögen die Geister mit. Sehr schön. Es gibt keine Folgequest. Ich hole mal noch schnell. Hier solche Dingerchen, um das aufzustocken. Okay. Das heißt, als nächstes würde ich mir mal dieses Gebiet hier vornehmen. Denn das mit den Eulenbestien, das muss ich mal nachts machen oder früh morgens. Und das hier hinten, das Gebiet ist mir momentan zu überfüllt. Also hier waren ja überall noch andere Spieler. Das dauert mir zu lang, bis ich da diese 60 Nachtelfen sind es insgesamt, die ich da abschießen muss. Das dauert mir noch zu lang, das mache ich dann auch zu späterer Stunde. Das nächste ist dieses Gebiet. Das Ganze aber erst in der nächsten Episode. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr mehr von World of Warcraft sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.